Die Altlastensanierungen auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerkes an der Audistraße sind abgeschlossen. Damit schließt sich für die Zwickauer Energieversorgung ein lange währendes Kapitel. Durch die Nutzung als Gaswerk war der Boden kontaminiert. Vor allem zu DDR-Zeiten hatte man es mit dem Umweltschutz nicht so genau genommen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oder besser gesagt, nichts mehr. Der Boden ist nun wieder in einem guten Zustand. Nichts erinnert mehr an die Zeiten, als hier das Gaswerk stand. Erleichterung bei der ZEV. Das ist abgeschlossen. Das ist ein Projekt, das uns schon viele, viele Jahre begleitet. Wir haben diese Fläche im Zuge der Verschmelzung mit der Erdgas-Zwickau 1998 bekommen. Seit der Zeit ist das natürlich bei uns auf der Agenda, dass wir dieses Gelände sanieren müssen. Da gibt es natürlich auch Auflagen. Und mit dem heutigen Tage können wir sagen, es ist endgültig in trockenen Tüchern. Und da ist auch ein bisschen Erleichterung und Freude darüber, dass es gut geklappt hat. Bis zur Wende wurden nicht nur die Betriebe, Anlagen und Maschinen auf Verschleiß gefahren, sondern auch die Umwelt. Würde man mit dem Wissen um die heutigen Standards nochmal in der Zeit zurückreisen und sehen können, wie sorglos mit der Natur umgegangen wurde, könnte man es kaum glauben. Die Liste der entsorgten Schadstoffe liest sich wie ein Chemiebuch. Auch in einem Gaswerk sind unzählige schädliche Substanzen angefallen. Wir reden ja früher von Rohgas, das entstanden ist aus der Braunkohleerzeugung und das hierher transportiert wurde. Hier wurde dieses Gas gereinigt und gewaschen und dann als Stadtgas in das Zwickauer Netz eingespeist. Das lief so bis an Mitte der 1992. Erst dann wurde die Umstellung auf Erdgas in Zwickau vorgenommen. Und insofern hat man hier natürlich viele Stoffe gefunden, auch Cyanide, die eben bei dieser Reinigung entstanden sind. Und das sind Sachen, die in dem Boden und natürlich auch im Grundwasser auf keinen Fall verbleiben dürfen. Das Grundwasser bewegt sich im Bereich Audistraße in Richtung Westen nach Pölbitz, vorbei an Weißenborner Bach und Moritzbach bis zur Mulde. Kein Wunder, dass der Fluss zu DDR-Zeiten tot war und man noch nicht mal seinen Hund darin baden lassen hat. Doch diese Zeiten sind nun glücklicherweise vorbei. Der Boden ist wieder sauber und das wird auch weiterhin kontrolliert. Es ist nach wie vor erforderlich, dass wir ein Grundwassermonitoring betreiben. Das heißt, es muss weiterhin geprüft werden, wie das Grundwasser aktuell aussieht, ob Verbesserungen eingetreten sind. Wir können davon reden, es ist nur verbessert worden. Es gibt also auch einen klaren Abbau dieser Schadstoffe. Insofern muss auch über Jahre hinaus noch dieses Ganze beobachtet werden. Die Misswirtschaft früherer Zeiten kommt uns heute teuer zu stehen. Das Geld, das man früher gespart hat, muss nun doppelt und dreifach ausgegeben werden. Insgesamt reden wir von 1,7 Millionen Euro. Hier standen ja auch vorher noch Gebäude auf, die in dieser Summe auch drin sind. Und bezahlt hat es mit 90%, sie ist gefördert worden über das Land Sachsen, weil es eine Altlast ist. Und hier haben wir also eine sehr hohe Forderung erhalten von 90%. Bei der Suche nach einer künftigen Nutzung des Geländes an der Audistraße hat die Zwickauer Energieversorgung keine Eile. Diese Fläche gehört der ZDV. Es liegt jetzt mal, das hat vorher schon gelegen. Wir verkünden, es ist saniert. Und das lassen wir einfach auf uns zukommen, was da ist. Es war ja auch mal im Gespräch, dass die Stadt Zwickau hier ihr Stadtarchiv darauf errichtet. Wir müssen einfach mal abwarten, wie die weitere Entwicklung ist. Wir haben keinen Druck, dass das von heute auf morgen verkauft werden muss. Somit kann Mutter Natur das Gelände erstmal wieder übernehmen und für die Revitalisierung der Fläche ihr Übriges tun. Und Zwickau hat nun wieder einen Schandfleck weniger.